So, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit dem Frontbumper. Ich hatte mir erst überlegt, ihr habt hier einfach nur mal dran zu schweißen. Aber ich glaube, ich baue den komplett neu. Wird ein bisschen fummelig hier unten. Aber jetzt muss ich erstmal Platz schaffen, wa? Also, bis gleich. Gut, Platz haben wir. Dann schrauben wir jetzt mal den Frontbumper ab. So, wie ihr jetzt seht, ist der Frontbumper ab. Sind nur 4 Schrauben. Eine hier unten, hier inne und die Bäder, die das Nummernschild gehalten haben. Ich hatte erst überlegt, ihr habt hier abzuschneiden und die Rohre einfach zu verlängern, aber der passt von der Optik her eigentlich gar nicht zu der Scrambler. Das ist eigentlich, die ist eckig und kantig und das Ding ist rund. Deswegen habe ich jetzt vor, die Rohre so ein bisschen anzupassen hier, schön in Winkel und dass sie dann hier so schön hochgehen, ja? Und oben, zeige ich euch mal, oben soll ja der Kühler dann montiert werden, ja? Das ist ja von meiner Sportsman, der alte Rahmen hier, wo das hier schon kaputt war. Das wisst ihr ja in meinem anderen Video, zeige ich euch mal, verlinke ich euch da oben irgendwo. Und den kann ich ja jetzt als Maß nehmen und ungefähr so soll nachher der Kühler rein. Ungefähr. Dass wir noch hier oben Platz haben für das Schnorchelsystem. Und ja, mal gucken, wie ich das mache. Jedenfalls muss ja dann das Rohr, was hier hochkommt, dann hier so irgendwie an der Seite lang, wa? Das wird natürlich eine ganz schön knappe Kiste. Aber muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, wird schon irgendwie schief gehen, wa? Glaube ich. Ja, ihr werdet ja sehen, ob es klappt oder nicht. Gut. Fange ich erstmal an zu messen und zu schneiden. So, ich habe erstmal schon mal die erste Seite Prototyp fertig. Ja, da seht ihr ja, wie ich das angebaut habe. Ja. Ist noch nicht endgültig, ist ja noch ein Prototyp, ja. Und ich wollte jetzt, dass es von der Optik her hier so alles so ein bisschen passt. Gut, der obere, der müsste eigentlich noch ein bisschen raus, aber dann haben wir nachher oben schräg. Muss ich noch mal kappen denn. Und da muss ich euch noch was zeigen. Jetzt kommt erstmal die Schwierigkeit, jetzt muss ich das andere Teil genauso bauen. Ja. Und dann kann ich oben den Kühler weitermachen. Dann kommt hier noch eine Strebe rein. Da muss jetzt mal angeschraubt werden. Hier sind noch die Schraubenlöcher. Ja. Also kommt hier noch eine Verbindungsstrebe nachher rüber, wo die noch befestigt wird. Hier oben habe ich ja schon einen Winkel dran. Das ist da angeschraubt. Ja, hier hat schon eine enge Kiste gewesen. Jetzt ist natürlich das Problem, muss ich euch oben zeigen. Und er will ja unbedingt den Originalkühler haben. Das Problem ist bloß, ich wollte ihn ursprünglich ja schön flach einbauen. Das funktioniert aber nicht mit der Entlüftung von dem Kühler und mit dem Ausdehnungsgefäß, weil das kommt ja alles hier hinten ran. Deswegen werde ich jetzt den so setzen, wie er original drin sitzt. Das heißt also, ich muss dieses Rohr hier noch, muss ich jetzt nochmal anwinkeln, dass wir hier so ungefähr die Optik haben von hier. Geht es nach oben, dann schräg hoch. Und das ist ungefähr der Winkel, wie der Originalkühler sitzt. Und da kommt dann nachher der Kühler ran. So wird das jetzt gemacht. Ja? Gut. Weiter jetzt. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt habe ich es mal angepasst. So habe ich mir vorgestellt. Jetzt ist das Problem mit dem Wartungshaube hier. Ja? Noch kriegt man sie ja ab. Ja, wenn ich an der anderen Seite Rohr dran habe, kriegst du nicht mehr ab. Und wenn dann der Kühler dran hängt hier hinten, kriegt mal die Wartungsöffnung ohne mehr auf. Also muss ich mir jetzt irgendwie was einfallen lassen, wie wir das jetzt mal gelöst bekommen. Ja. Probleme über Probleme. Jetzt könnte man natürlich hier ein Scharnier einbauen, dass man den Kühler ein bisschen wegklappt, dass man es aufkriegt. Aber dann müsste ich ja noch einen Fixpunkt nach hinten irgendwie machen. Oder zum Stecken. Oder man lässt die Klappe komplett weg hier und verkleidet es neu. Das sieht aber auch scheiße aus, weil eigentlich hier hinter nicht mehr ist. Muss ich mal einen Kaffee trinken gehen. Weiß ich auch noch nicht, wie ich das löse. Gut, erstmal einen Kaffee. Oh, ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich hier unten das Passstück gemacht habe. Ich habe einfach im Schraubstock eingespannt, habe das platt gedrückt. Das wird nachher noch ordentlich hier abgeschnitten und verschweißt noch ordentlich. Ein Loch in die Bohrt und das schraube ich jetzt erstmal an. Und dann markiere ich mir die Stelle unten, wo dann das Rohr nach oben geht, wa? So habe ich es gemacht erstmal. Ja. Nur damit ihr wisst, wie ich das hier eigentlich... Ihr wisst schon, was ich meine, wa? Gut, weiter jetzt. So, wie ihr seht, habe ich jetzt alles komplett fertig. Wie gesagt, oben weiß ich noch nicht, wie ich das weitermache. Das kommt wahrscheinlich im zweiten Teil denn. Ich will jetzt aber hier unten noch was machen. Da bin ich noch am Überlegen, ob wir jetzt hier so einen fetten Rammschutz anbauen.
wo wir die Befestigungspunkte übernehmen. Oder ob ich hier vielleicht zwei Stangen mache. Aber eigentlich finde ich, das ist schon schön wuchtig. Das macht natürlich einen Mordsarbeit, das jetzt auszuschneiden, damit es daran passt. Und dann ein bisschen abknicken an der Seite. Wäre geil. Ich probiere das aus. Eigentlich habe ich das ja für meinen Auspuff geholt. Aber ich würde sagen, so ein fettes Rohr würde besser aussehen. Ja, ihr müsst euch noch vorstellen, ist ja nachher alles noch verkleidet mit Riffelblech und. Ja, gut. Weiter geht's. So, jetzt habe ich mir hier Hülsen gebaut. Habe die festgeschraubt. Das Maß von den Hülsen habe ich hier von dem Originalen übernommen. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Das, die Hülse hier. Ja. Die habe ich mir jetzt passend gemacht. Den halt erstmal gekürzt, da kommt dann an der Seite nochmal dran, aber das lässt sich so besser schweißen. Halt Löcher gemacht hier, ja. Hier ein bisschen größer, das wird verschweißt wieder. Jetzt muss ich das erstmal hier so alles anfixieren, ja, damit das auch nachher alles stabil genug ist. Und dann geht das man weiter. Mann. Gut, ich habe hier nicht ganz richtig getroffen, aber das ist egal. Ja, das macht die Schweißnaht. Jo, weiter jetzt. So, ich strebe es jetzt ja angepunktet. Ich muss jetzt alles nochmal abbauen und alles richtig sauber verschweißen. Mein Schweißgerät zickt ja auch ein bisschen rum mit dem Vorschub für den Draht. Das macht immer. Ja, jetzt kommen die Kommentare. Wie macht das? Gut. Da muss ich immer nachbessern. Der muss alles nochmal geschliffen werden, nachgeschweißt werden. Meine Idee war ja am Anfang noch, hier diese Teile hier nochmal so ranzusetzen. Anzupassen und dann ranzusetzen. Aber ich denke mal, beim Lenken und Einfedern kommt hier der Reifen gegen. Das muss ich erstmal ausprobieren. Das seht ihr nachher im nächsten Teil. Ich mache für heute erstmal Schluss. Das Video ist sowieso viel zu lang schon geworden. Aber ihr seht schon mal, wie ich das ungefähr vorhabe. Vorhabe ich dann noch mit den schmalen Streben hier nochmal was hin. Das habe ich auch noch vor. Ja, hier irgendwie. Hier oben werde ich es wahrscheinlich kappen müssen und dann irgendwie einen Mechanismus bauen, dass man den Kühler nach vorne ein bisschen klappen kann, dass man die Wartungsöffnung aufkriegt. Da muss ich mir erstmal was einfallen lassen. Ja, gebt mal einen Kommentar, wie ihr das machen wollt. Ich finde es schon mal eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, das ist alles noch roh. Wenn es nachher fertig geschweißt ist und lackiert ist, dann sieht es natürlich noch viel besser aus. Hier vorne kommt dann noch Riffelblech rein. Hier unten wird komplett noch zugemacht. So ist jedenfalls mein Plan. Und dann gucken wir mal weiter. Wa? Also, schönen Dank, dass ihr zuguckt. Bis zum nächsten Video.